Der Markus ist Autor des Bestsellers. Jetzt muss ich nachgucken. Ja, wie war das denn nochmal? Genau, wie war das nochmal? Genau, der richtige Einstieg, lieber Arne. Richtig, genau, wie war das nochmal? Also, weil wenn du zum Beispiel jetzt nochmal bei dem, also wenn mir früher im Englischunterricht jemand gesagt hat, Markus, also mal unter uns gesprochen, wenn du jetzt hier diese Englischvokabeln lernst, dann verspreche ich dir, dass du in einem halben Jahr kannst du alle englischen Ladies, ja, die kannst du überzeugen, die kannst du eintüten. Ja, also dann hätte ich gelernt, mir hättest du keine Gedächtnistechnik zeigen müssen. Weißt du? Ja, es ist eine Frage der Motivation, richtig. Absolut. Ja. Also, dann wird es so, weiß ich nicht. Aber wenn ich sage, denk mal an ein Tier, das mit A beginnt. Ja. Affe. Mit B? Bär. Mit M? Ein Tier mit M. Mondratte. Das ist kreativ, sage ich dir. Ja? Mondratte. Maus wäre zum Beispiel was gewesen. Maus wäre, siehst du, das war schon die Verwandtschaft. Da war nur das Wort nicht da. Genau. Also da kann man zum Beispiel mal das ganze Alphabet durchmachen. Und das kannst du mit unterschiedlichen Bereichen machen. Dass du zum Beispiel sagst, okay, also Stadt, Land, Fluss im Prinzip. Ja. Was noch eine schöne Übung ist, dass du zwei Wörter, die du dir einfach mal vorgeben lässt, entweder selber, dass du sagst, du klickst in die Tageszeitung rein und suchst dir die ersten zwei Substantive raus und machst daraus eine kurze, kleine, witzige Geschichte.